Wer durch Kashgar in der chinesischen Provinz Xinjiang fährt, dem begegnet eine seltsam bedrohliche Atmosphäre. Direkt nach unserer Ankunft wird unser Auto von zwei Fahrzeugen verfolgt. Staatssicherheit in Zivil begleitet uns. Journalisten sind hier nicht gern gesehen. Überall auf den Straßen ist Polizei. Jeder wird hier kontrolliert. Vor allem die muslimische Minderheit der Uiguren. 1 Million sollen in Umerziehungslagern sein. Wir wollen mehr wissen. In der folkloristischen Altstadt von Kashgar versuchen wir mit Muslimen zu sprechen. Unser Übersetzer fragt einen Schmied. Guten Tag. Eine Frage. Seit wann arbeiten Sie hier? Das ist die häufigste Reaktion. Die Menschen hier haben Angst. Und der Grund steht direkt hinter uns. Mit versteckter Kamera drehen wir unsere Aufpasser, 10 Schatten in Zivil, unsere stetigen Begleiter. In ihrer Gegenwart traut sich niemand, den Mund aufzumachen. Sie überwachen uns und die Uiguren. Denn von ihnen gehe Gefahr aus, so die feste Überzeugung der chinesischen Regierung. Sie wirft der turksprachigen muslimischen Minderheit vor, dass sie Terrorabsichten habe, religiöse Extremisten und Separatisten seien. China will alle Muslime entradikalisieren, sagt die Regierung. Darüber berichten soll aber keiner, auch wir nicht. Wir bekommen Instruktionen, was wir drehen dürfen, was nicht. Die uigurische Folklore dürfen wir natürlich drehen. Den Volkstanz für die Touristen. Ein bisschen Ursprüngliches, um zu zeigen, wie multikulturell und offen hier alles ist. Wir wollen den charmanten Tänzer fragen, wie es ihm geht. Er ist einverstanden, dass wir ihn filmen. Wie ist es, in Kashgar zu leben? Es ist alles gut hier. Der Ort hat sich gut entwickelt. Das konnte er noch sagen. Dann kam einer unserer Aufpasser. Wir dürfen nicht weiterdrehen. Unser Tänzer soll verschwinden. Erneute Diskussionen darüber, dass man offen sei. Aber mit wem wir reden, entscheidet das Propagandaministerium. Kurz darauf werden wir von der Polizei angehalten. Wir müssen Drehmaterial löschen, das als kritisch erachtet wird. Bei unseren Dreharbeiten spüren wir einen Hauch dessen, was die Uiguren hier wohl jeden Tag erleben, und fragen uns, warum das alles. Die Kultur der Uiguren, die dort leben in diesem Land, und auch der Kasachen, die dort leben in diesem Land, soll ausgelöscht werden. Es soll dort kein Islam mehr existieren, die Sprache soll verschwinden, sodass es Uigurentum oder die Uiguren nur noch dem Namen nach gibt, aber kein Inhalt mehr. Also eine völlige, totale Assimilation, eine totale Anpassung an die chinesische Kultur. Auf der Suche nach Zeugenaussagen führt uns unsere Recherche nach Kasachstan, Almaty. Wir fahren zu einer Hilfsorganisation. Hier hören wir die Geschichten, die China vertuschen will. Von den Umerziehungslagern und den Menschen, die einfach verschwinden. So wie die Familie von Khalida. Sie hat es bis nach Kasachstan geschafft, ihre Kinder nicht. Ihre 3 Söhne und ihre 3 Schwiegertöchter sind in China geblieben, irgendwo in einem Lager. Jeden Tag kommen neue Menschen hierhin, die meisten von ihnen Muslime, die in China geboren und später ausgewandert oder geflohen sind. Serekian Bilash hat die Organisation mitgegründet. Er übersetzt für uns und stellt uns Mailash vor. Ihr Vater ist in einem der Lager verschwunden. Sie hofft, dass China ihn wieder freilässt. Sie will Druck ausüben. Deswegen will sie mit uns reden, obwohl man ihr droht. Die chinesische Polizei hat mir eine Nachricht geschickt. Sie haben mir gedroht, wenn ich an die Öffentlichkeit gehe, dann werden sie den Rest meiner Familie und Freunde festnehmen. Mailash will sich nicht unterdrücken lassen. Sie will reden und der Öffentlichkeit sagen, dass Menschen ohne Rechtsgrundlage in Lagern einfach verschwinden. In Kasachstan leben immer mehr ehemalige Lagerinsassen, die nach ihrer Entlassung hierhin geflohen sind. Wir treffen eine junge Frau, die in einem Lager war. Sie hat Angst, will nicht gesehen werden, will nicht, dass man ihre Stimme hört. Sie zeigt uns Zeichnungen von dem Lager, das ihr Albtraum war. Wir waren um die 500 in dem Lager, alles Frauen. Einmal in der Woche durften wir raus. Meine Zelle habe ich mit 20 anderen geteilt. Jeden Tag mussten wir stundenlang in der gleichen Position auf einer Bank sitzen. Wer sich bewegte, wurde bestraft. Einmal die Woche durften wir duschen, 15 Minuten lang. Überall hingen Kameras.
Einmal im Monat durfte ich Besuch bekommen, meine Eltern, 15 Minuten lang. Dabei wurden wir immer von zwei Polizisten beobachtet. Vor dem Besuch mussten wir uns nackt ausziehen, wurden untersucht, fotografiert und gefilmt. Warum? Sie haben es nie erklärt. Am Anfang habe ich mich gewehrt, wollte raus. Da haben sie mich zusammengeschlagen, in Ketten gelegt und 48 Stunden in eine Einzelzelle gesperrt. Die chinesische Propaganda bezeichnet die Lager als Trainingszentren, präsentiert im Staatsfernsehen zufriedene Uiguren in Lagerkleidung beim Lernen und bei der Arbeit in der Fabrik. Die Lager seien nur eine Vorsorgemaßnahme gegen Extremismus. So Umerziehungslager schaffen faktisch ein Zweiklassensystem, wo die Minderheiten massiv unterdrückt und unter Generalverdacht gestellt wird. Was das tut, ist nicht die ethnische Beziehung fördern, sondern es ist ein Mittel, um den Extremismus zu fördern. China wehrt alle kritischen Nachfragen ab. Als wir versuchen, in der Provinz Xinjiang an ein Lager heranzukommen, bekommt unser Fahrer nach kurzer Zeit einen Anruf. Er soll anhalten und umdrehen. Wir stehen vor einer Schule, nach unseren Informationen für uigurische Kinder. Ein Hochsicherheitstrakt, das ist dann wohl die nächste Stufe. Die Indoktrinierung der Kinder, deren Eltern in den Lagern sind. Berichten sollen wir über all das natürlich nicht.